Oh, nein, das ist unangenehm, dass das auf der Kamera immer ist. Mann, so. Oh, jetzt wird es aber politisch, Menk. Die Gewitterwolken ballen sich. Die frühblühende Lilienzauberin geben Allergiker eine Gänsehaut auf dem Rücken. Wem das noch nicht reicht, für die habe ich jetzt zwei Fortsetzungen von Horrorfilmen, die keiner braucht. Wir beginnen mit Conjuring 2 von James Wan. Der hat bislang so großartige Horrorstreifen gemacht wie Insidious, Insidious 2, Conjuring, Saw und den gruseligsten aller seiner Filme, Fast and Furious 7. Die Familie Warren, die kennen wir noch aus dem ersten Teil, ist diesmal unterwegs. Sie sind nicht mit dem Horror in den eigenen vier. Diesmal unterwegs. Sie sind nicht einer Dame. Die hat diesmal unterwegs. Sie sind nicht. Wird zudem auch noch von einem Poltergeist heimgesucht. Gespielt von der deutschen Botschafterin im Hollywood, Franka Potente, kommt am 16. Juni in die Kinos. Wir bleiben bei Regisseuren, deren Name mit James beginnt und deren Nachname sehr exotisch ist. James de Monaco bringt uns The Purge Election Year in die Kinos. Der erscheint am 30.06. Und ja, James de Monaco bringt uns damit den dritten Teil der Purge-Reihe. Wir kennen das Spiel. Frank Grillo, den kennen wir aus dem zweiten Teil, der ist gleich geblieben und er ist diesmal Security-Beauftragter für die Senatorin von Washington. Und die hat vor, den Purge zu verabschieden. Naja, das ruft natürlich Völkermord auf dem Plan. Es gibt Trash, Gore, Splatter und nicht vorhandene Zivilcourage hinter Masken. Ja, ich denke mal, Fans der Serie werden auf ihre Kosten kommen, alle anderen... Ja, ne, gruselt euch woanders. Viel Spaß im Kino.